Damit willkommen hier aus Moskau zum letzten Spiel an diesem Tag hier bei dieser Club-WM. Heute sehen wir zwei Neulinge. Heute sehen wir das letzte italienische Team, wo in diese Club-WM startet, und das zweite französische Team, die hier in Moskau in das Turnier starten werden. LOSC Lille trifft auf Atalanta Bergamo. Zwei Spieler sind im Fokus, einmal Bamba und einmal Iličić. Und heute fehlt bei Lil Jačiki, der nicht in der Startaufstellung steht. Dafür Iličić und Kajler auf der Seite von Atalanta. Es ist das Duell, was beide Teams auf jeden Fall gewinnen können, wo beide Teams ausgeglichene Mannschaften sind. Klar, Lille hat die Ligue 1 gewonnen, Atalanta wurde aber Dritter, konnte als zweites italienische Team die Champions League klar machen in der letzten Saison, und Lille startet mit Canetis im Tor. Die Abwehr bilden Piet, Botman, Fonte und Cilic. Im Mittelfeld sehen wir Bamba, Soumaré, André und Ikoné. Und vorne im Sturm anstelle von Jačiki W. mit Yilmaz. Atalanta startet mit Golini im Tor. Die Abwehr bilden Palomino, Romero und Caldara. Das Mittelfeld Gosens, Malinowski, Tiron und Hadebeur sowie Pessina und Iličić. Und vorne im Sturm ist Luis Muriel, heute der Duvan Zapata ersetzen wird. Lille wird die Partie hier im Spartakstadion öffnen, und damit ist die letzte Partie des Tages auch eröffnet. Juve hat vorhin gegen Dortmund dank Ronaldo in Manchester mit 1:0 gewonnen. Nun sehen wir direkt das nächste italienische Team mit Atalanta Bergamo, die schon richtig gut starten über Hartebeer und Pessina. Er kommt nicht entscheidend hinter dem Ball, und die erste Möglichkeit gehört Atalanta, die es natürlich hier wissen wollen. Turin hat sich letztes Jahr aus Italien als Neuling qualifizieren können. Nun ist es Atalanta Bergamo, die an diesem Turnier teilnehmen. Muriel. Iličić. Gut geklärt erstmal von den Franzosen hier. Und es geht genau in die andere Richtung. Und Lille ist dafür bekannt für Konterfußball. Weh. Und erste Chance für Lille. Wir sehen hier in Moskau im Spartakstadion eine starke Auftaktphase. Beide Teams wollen sich nichts schenken hier. Beide Teams gehen direkt auf Angriff. Und es wird auf jeden Fall hochinteressant, diese Begegnung zwischen Lille und Atalanta. Soumaré. André W. Wieder kommt Lille über Yilmaz. Yilmaz, abseits. Das Tor zählt aber. Das Tor zählt, und W. bringt Lille in Führung. Ich habe erst abgewartet, weil ich dachte, der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits, aber schauen wir uns das nochmal an. Das war, doch, das war Abseits, ja, das war Abseits. Gucken wir uns das nochmal an. Ja, hier ist es schwer zu erkennen, aber ich war mir nicht sicher. Ich dachte erst, das Tor wird abgepfiffen, aber das Tor zählt 1:0 für Lille. Für den französischen Meister jetzt. Darf Atalanta nicht aufgeben, Timothy W. mit der Führung. Jetzt darf Atalanta nicht aufgeben, müssen weiter nach vorne spielen. Sie hatten die erste Möglichkeit der Partie, und Lille hat zwei Chancen gehabt und die zweite genutzt. Caldara. Hadebeur, Iličić. Deron, Fehlpass. Weh.
In dieser Gruppe befinden sich noch Jürnburg und Villarreal, die um 15 Uhr in Bilbao in das Turnier gestartet sind, wo Villarreal die Partie mit 1:0 gewonnen hat. Soumaré. Starker Ballgewinn von Deron, der abbricht und auf Romero passt. Deron. Muriel. Die Entwicklung von Atalanta in den letzten Jahren war sehr erfolgreich. Seit dem Abstieg 2011 hat man die Gruppenphase erreicht, der Europa League, die Champions League erreicht und Luis Muriel bringt Atalanta zurück in das Spiel. In der 33. Minute steht es nun 1:1 und es ist das erste Tor auch für Atalanta bei diesem Turnier. Starkes Spiel von beiden Teams jetzt hier. Keine Chance für Canizes. Warum Canizes im Tor steht und nicht Manja, das liegt daran, dass Manja in Richtung Mailand ist und dort den Medizincheck die nächsten Tage absolvieren wird. Laut diversen Medienberichten zufolge kann auch Donnarumma das Team in Richtung Juventus verlassen, da ist es noch unklar. Aber auf jeden Fall sehen wir dann morgen um 16 Uhr im Velodrom das Duell Agüeros gegen seinen Ex-Club, denn bei meinem Turnier wird er nicht mehr bei Manchester City spielen, sondern schon bei dem FC Barcelona. André Soumaré. Die 40. Minute ist angebrochen und es steht 1:1, aber jemals könnte kommen. Gut gelöst hier. Und Stürmerfoul von Lee Angolini, Freistoß für Bergamo. Ich denke, der Schiedsrichter lässt 2 Minuten nachspielen. 1 Minute nur, okay. Ilicic, De Rom, Pessina. Gelingt Atalanta jetzt noch vor der Pause die Führung. Malinowski, De Rom, nein, es ist Halbzeit. Lille gegen Atalanta. 1:1 der Pausenstand. Dank Luis Muriel und Timothy W. gibt es mit einem 1:1 in die zweite Halbzeit. Zurück hier in Moskau zum Spiel zwischen Lille und Atalanta. Es steht nach wie vor 1:1. Beide Teams waren in der ersten Halbzeit sehr erfolgreich. Wie wird jetzt der zweite Durchgang hier? Wir werden es sehen in den nächsten 45 Minuten. Ilicic, Diron, Romero und Pessina, Diron. Diron, die 53. Minute und bis jetzt noch keine Aktion in Richtung Canizes. Und auch in Richtung Golini, Romero, Caldara. Atalanta macht es hier richtig stark in den letzten Minuten gegen den französischen Meister. Malinowski. Und jetzt kommt W. Das war jetzt ein Fehler
von Palomino. Und da ist das 2:1 gefallen für den französischen Meister. Timo TV mit seinem zweiten Treffer bei dieser Club-WM. Und wieder darf Lil ganz frei in Richtung Golini laufen, weil Palomino nicht hellwach ist. Er muss an den Ball gehen und ihn irgendwie versuchen anzunehmen und besser zu verarbeiten. Heißt, in dieser Aktion nicht zum Ball hingehen und Timo TV natürlich das Tor zu ermöglichen. Nach 62 Minuten führt Lille wieder hier mit 2:1 dank dem Treffer von Timo TV. Kann Atalanta jetzt wieder schnell in das Spiel zurückfinden? Malinowski. Deron. Iličić. Deron. Und André schnappt sich den Ball hier zurück. Schillig, André, Ikone. André und Timothée Wesumare. Bamba, Yilmaz. Wir schauen uns mal die nächsten Aufgaben von Lille an, während hier das 3:1 fällt. Diesmal ist Torschütze Soumaré. 3:1 für Lille durch Soumaré. Und wir schauen uns die nächsten Aufgaben an von Lille. Sie werden in der Donbass Arena in Donetsk auf Jürgen Hyundai treffen und dann in Valencia werden sie auf den Europa League Sieger treffen, auf den FC Villarreal. Für Atalanta geht es nach London ins Wembley gegen Villarreal und dann nach Lyon ins Groupama Stadium. Dort wird man dann auf Jürgen Hyundai treffen. Aber Lille ist der stärkste Gegner dieser Gruppe. Boubacary Soumaré mit dem 2:1 hier. Mit dem 3:1, Entschuldigung, in der 76. Minute. Somit ist das Spiel jetzt schon vor entschieden. Muriel. Oh, schlechte Idee von Kolumbianer hier, Celik. Pessina, Malinowski, Deron. Deron. Muriel. Schöner Ball hier auf Gosens und kann auch in der 88. Minute das 2:3 fallen. Es gibt zumindest Ecke für Atalanta. Hier nochmal der Treffer von Soumaré. Und in der 88. Minute die Chance für Atalanta Bergamo. Aber allerdings kommt ein Wechsel davor. Soumaré verlässt das Feld und Sanchez ist neu in der Partie, in der letzten Aktion womöglich in dieser Partie. Muriel, erneut Ecke. Und die Atalanta-Fans sind schon in Donetsk, denn dort wird man die, nee, in London sind sie schon im Wembley, dort wird man das Spiel gegen den Europa League Sieger bestreiten.
Also Atalanta natürlich mit Außenseiterchancen bei diesem Turnier, weil diese Gruppe ist eigentlich machbar. Somit hätten die italienischen Teams zweimal gewonnen, zweimal verloren mit Milan und jetzt Atalanta, zwei Teams, die verloren haben. Milan hat 14-0 in London verloren gegen den Champions League-Sieger FC Chelsea. Inter hat gegen Real in Istanbul 2-0 gewonnen. Und Juve hat vorhin gegen Dortmund mit 1-0 gewonnen. Und nun verliert Atalanta mit 3-1 gegen Moskau. Aber man war stark. Gegen Lille, Entschuldigung, in Moskau. Man war trotzdem stark, man hat sich nichts geschenkt hier in diesem Stadion. Das war schon gut, wie Atalanta das teilweise verteidigt hat, aber W hatte halt die Möglichkeit, zweimal gefährlich vor das Tor zu kommen, zweimal gefährlich zuzuschlagen. Einer hat er trotzdem verfehlt, einen Schuss. Und damit freue ich mich jetzt dann auf die Partie, oder beziehungsweise morgen auf die Partie in Donetsk zwischen Al-Hilal und Argentinos Juniors. Es wird auf jeden Fall hochklassig. Und dann war es das. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns morgen in der Partie der Gruppengegner von Dortmund. Dort werden wir Al-Hilal und Argentinos Juniors sehen und von Wolfuß und Frank Buschmann kommentiert. In der ersten Partie natürlich nicht so eine gute Audioqualität. Ich hoffe, im Spiel zwischen Al-Hilal und Argentinos wird es besser sein. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut und bis morgen.